Heute machen wir es bei YouTube mal anders als sonst und feiern Premiere. Zum ersten Mal zeigen wir in unserem Kanal eine komplette Skobel-Sendung, die sonst nur im sogenannten linearen Fernsehen in Dreisat läuft. Und wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, ganze Skobel-Sendung habe ich doch schon bei YouTube gesehen. Stimmt, das war aber erstens illegal und zweitens nicht in unserem Kanal. Also lehnt euch zurück, nehmt euch was zu trinken oder was auch immer. Hier kommt gleich die Sendung Skobel. Und zwar eine Diskussion von der Philcologne 2022 mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, der Philosophin Lisa Herzog und dem Sozialpsychologen und Soziologen Harald Welzer. Es geht um Demokratie in der Krise, was ehrlich gesagt noch untertrieben ist, denn wir haben es gleichzeitig mit mehreren Krisen zu tun. Aber los geht's! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf der Philcologne, dem größten Philosophiefestival Europas im Alten Pfandhaus in Köln mit Publikum, das ich herzlich begrüße an der Stelle. Erstmals werden wir die Sendung auch in unserem YouTube-Kanal zeigen. Das hat damit zu tun, dass uns das Thema Kampf um Demokratie wichtig ist. Sie finden auf dem Kanal auch bereits einige Videos schon zum Thema Demokratie. Als wir beim Planen über das Thema sprachen, war uns natürlich klar, dass es seit 2014 in der Ukraine einen Krieg gibt, so wie in vielen anderen Ländern auch, Syrien beispielsweise, wo der Krieg ja noch weitergeht. Um ehrlich zu sein, ahnten wir nicht, was sich dann entwickeln würde. Aus dem Kampf ist ein Krieg geworden. Aus dem Kampf um das, was Demokratie ist. Und der Glaube, dass die Welt weitgehend demokratisch ist oder sich doch auf einem sicheren, guten Weg in Richtung Demokratie befindet, erweist sich bei näherem Hinsehen, zumindest in globaler Sicht, möglicherweise als Irrtum. Anders formuliert, wenn man diese Art der optimistischen Einschätzung pflegt, dass es gut steht um die Demokratien, auch im internationalen Vergleich, ist man mit großer Sicherheit westlich geprägter Europäer. Wie demokratisch ist unsere Welt? Die Zeitschrift Economist Intelligence Unit erstellt regelmäßig einen weltweiten Demokratieindex. 2021 zählte der Index lediglich 21 vollständige Demokratien. 2006 waren es noch 28. Nur 6,4% der Weltbevölkerung leben in dieser Staatsform. Auch hier gibt es Abstufungen. Norwegen, Finnland und Dänemark sind Spitzenreiter. Deutschland liegt auf Platz 15. Daneben gibt es 53 unvollständige Demokratien, in denen die politische Teilhabe, Gewerkschaften und die Wahlbeteiligung eher gering sein können. Nach diesen strengen Kriterien gehört nahezu die gesamte EU dazu. Dazu kommen 34 sogenannte Hybridregime, Grauzonen zwischen Demokratie und Diktatur. Ungarn unter Viktor Orbán zählt dazu, da dort die staatliche Macht zunimmt und die Rechte der Bürger immer mehr eingeschränkt werden. Weit mehr als ein Drittel, also 37% der Menschheit, leben in autoritären Staaten. In solchen Ländern verschmelzen Militär, Partei und Führung zu despotischen Regimen, wie etwa in China. Auch Russland, wo es keine Opposition mehr gibt, sein Machthaber Wladimir Putin die russische Verfassung geändert hat, um weiter an der Macht zu bleiben. Spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine gilt das Land als Diktatur. Trotz Aufklärung und Moderne ist die Welt weit weniger demokratisch als vermutet. Stehen wir am Anfang eines Zeitalters der Autokratie? Wir Europäer und speziell noch wir Deutsche bilden im globalen Spiel der politischen Kräfte nicht mehr die Mehrheit. Autokratische Systeme bekämpfen uns mit zunehmender Vehemenz. Und das wird uns im ersten Drittel der Sendung beschäftigen, bevor wir dann auf die inneren Krisen und Probleme der Demokratie zu sprechen kommen und schließlich über die Möglichkeiten sprechen, neue Lösungen zu finden, unsere Demokratie, wenn nicht zu verbessern, so vielleicht auch zu stabilisieren, wobei verbessern auch nicht schlecht wäre. Dazu begrüße ich herzlich meine Gäste. Nicole Deitelhoff, sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet seit 2016 das Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main, war Mitglied des Direktoriums des Exzellenzclusters die Herausbildung normativer Ordnung an der Universität Frankfurt, ist dort seit 2020 geschäftsführende Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt und forscht unter anderem zu Konflikten in der Demokratie. Herzlich willkommen. Applaus
Lisa Herzog befasst sich als Direktorin des Center for Philosophy, Politics and Economics der Universität Groningen unter anderem mit Gerechtigkeitstheorien und Wirtschaftsdemokratie, wird mit dem diesjährigen Schaderpreis ausgezeichnet, weil sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leistet. Und Lisa Herzog setzt sich für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen ein, da Ungleichheit Demokratie gefährdet. Harald Welzer hat sich als Soziologe und Sozialpsychologe einen Namen gemacht, unter anderem durch seine Untersuchungen zum kommunikativen Gedächtnis und zum Nationalsozialismus. Er engagiert sich als Publizist für Nachhaltigkeit und Demokratie, ist Direktor der Stiftung Futur 2 und lehrt als Honorarprofessor für Transformationsdesign, unter anderem an der Universität Flensburg, der Universität St. Gallen und der ETH Zürich. Herzlich willkommen. Ist der Sendungstitel Kampf um Demokratien übertrieben? Dahinter steht ja diese These, die einige Wissenschaftler vertreten, vom demokratischen Regress. Trotzdem, ist das ein übertriebener Titel? So typisch Journalismus, die machen immer einen auf Konflikt und Krise. Oder ist das eine angemessene Bezeichnung dessen, was wir im Moment vorfinden, Frau Herzog? Ich glaube, Demokratie ist die Art von Institution, die man sehr leicht einfach so für eine Selbstverständlichkeit hält, die aber eigentlich ständig neu belebt werden muss, auch hier von jeder neuen Generation wieder demokratisch mit Leben gefüllt werden muss. Und insofern würde ich sagen, Demokratie kann eigentlich gar nicht existieren, wenn sie nicht im Grunde ein ständiger Kampf um Demokratie und auch um weitergehende Demokratisierung unserer Gesellschaft ist. Also von John Dewey, dem amerikanischen Philosophen, gibt es ja diesen Ausdruck, Demokratie muss eine Lebensform sein und nicht nur ein politisches System. Und insofern glaube ich, dass Demokratie diese Dynamik eigentlich eingeschrieben hat. Und global gesehen ist es natürlich so, dass dieses Fortschrittsnarrativ, alle Länder bewegen sich immer weiter hin in Richtung Demokratie und Kapitalismus und sonst was, dass das einfach nicht den Tatsachen entspricht. Fukuyama, Ende der Geschichte. Das war genau nach dem Fall der Berliner Mauer die Vorstellung, das ist es nicht. Und außerdem haben wir noch die Aufgabe, demokratische Prinzipien in einer Welt, die sich dem Klimawandelproblem stellen muss, auch aufrechtzuerhalten. Insofern, es ist vielleicht ein bisschen journalistisch, aber in der Sache würde ich zustimmen. Frau Deitelhoff? Es ist wahrscheinlich die falsche Frage, die man einer Konfliktforschung stellen soll. Konflikt der richtige Begriff ist. Nee, gerade, ich finde ja gerade. Nein, also ich glaube schon, ich würde dieser Herzog zustimmen. Demokratie ist tatsächlich eine Lebensform, die darauf basiert, sich immer wieder im Konflikt auch zu behaupten und neu zu erfinden. Und wir hatten ja in dem kleinen Film, den wir eben gerade gesehen haben, diese letzte Frage. Ne? Also zieht ein Zeitalter der Autokratie herauf? Und das klingt so ein bisschen so, als wäre das Zeitalter der Demokratie eigentlich im Verschwinden begriffen. Und ich glaube, das ist die falsche Vorstellung. Sondern wir sind vielleicht am Beginn eines Zeitalters, wo sich Demokratie wieder einmal, das hat sie historisch auch häufiger getan, wieder einmal komplett neu erfinden Trotz muss. Der Zahlen, die wir eben gesehen haben, ich meine, die sind ja, da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Ja, also die Zahlen, die wir gesehen haben, waren ja unter anderem muss man dazu sagen, das ist ein sehr anspruchsvolles Demokratiekonzept, das angelegt wurde. Da hängt auch Policy Output tatsächlich mit drin. Deswegen sind es so wenige Demokratien. Mhm. Wenn wir weniger anspruchsvolle Demokratiedefinitionen nehmen, haben wir schon mehr Demokratien. Nichtsdestoweniger, wir sehen global betrachtet, dass die Demokratiewerte tatsächlich zurückgehen. Und übrigens nicht nur im globalen Süden, auch in Europa, auch bei uns vor der Haustür. Aber das heißt nicht, dass das Zeitalter der Demokratien verschwinden begriffen ist. Das heißt, dass Demokratien wieder herausgefordert werden, dass sie sich neu erfinden müssen. Und ich würde sagen, nicht nur angesichts der existenziellen Klimakrise, es gibt noch ganz andere Krisen, die sie auch bewältigen muss. Beispielsweise die digitalisierte Gesellschaft, beispielsweise die entgrenzte Gesellschaft. Wie kann Demokratie funktionieren in einer Welt, die eben komplett entgrenzt ist, die sich vollständig globalisiert hat? Das sind alles Herausforderungen, für die es noch keine Antworten gibt, die jetzt gefunden werden müssen. Übertrieben, Herr Welzer? Nein, ich stimme beiden Vorrednerinnen total zu und würde den Punkt noch mal stärker machen, dass wenn Demokratie in einer existierenden Demokratie für selbstverständlich und gegeben gehalten wird, dann hat sie ein Problem. Also wie Frau Herzog gesagt hat, es ist ja eine Gesellschaftsform und eine Staatsform, die von der tätigen,
vom tätigen Mitmachen ihrer Mitglieder abhängig ist. Und übrigens, die Modernisierungsfähigkeit von Demokratien hängt auch davon ab. Ja, und wir haben natürlich, wenn man das für ein gegebenes System hält, ein echtes Problem. Und wir haben das Problem noch größer, wenn man eine demokratische Politikform als Liefersystem versteht und sozusagen an Politik adressiert, sie möge bitte Probleme A, B, C und X und Y lösen, während wir es eigentlich bei Formen des Zusammenlebens in einem strengen Sinne nicht mit lösbaren Problemen zu tun haben, sondern mit Problemen, an die es Annäherungen zum Besseren geben könnte. Und das ist meine Definition von Demokratie, sozusagen ein Instrument zur Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen. Und das braucht die Menschen. Das ist nichts Passives, eine Demokratie. Wir haben ja eben über die Kriterien geredet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber nur damit man das mal hört. Also es gibt diesen Varieties of Democracy Index sozusagen. 5 Typen. Elektorale Demokratien, das heißt freie Wahlen, freie Meinungsäußerung. Das zweite sind liberale Demokratien. Das ist das, was ich bis jetzt vorher gesagt habe, plus verfassungsrechtliche Überprüfung von politischen Entscheidungen. Das nächste ist die deliberative Demokratie. All das plus öffentliche Rechtfertigung und Gemeinwohlorientierung. Nächste Stufe, egalitäre Demokratie. All das plus annähernde Gleichverteilung von Ressourcen. Da ist schon ein Problem in der Liste. Und das Letzte ist schließlich die partizipative Demokratie. All das, was ich bis jetzt gesagt habe, plus Möglichkeiten von Volksabstimmungen und Subsidiarität, also so dezentral wie möglich. Das erklärt, warum Demokratien so schlecht abschneiden, wie eben gesagt. Aber okay, wenn man das mal kauft, was ist mit der Achse, die ja nun, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen ist, Russland? Als ein erklärtermaßen antidemokratisches System, das will, dass die Ordnung Europas vom Tisch verschwindet. Und China, die, wenn man sich die Rede von Xi Jinping zum Beispiel anguckt, auf dem chinesischen Parteitag, der genau dasselbe sagt. Das sind 1,4 Milliarden Menschen plus Russland. Und wie es um Indien steht im Moment, wissen wir nicht so ganz genau. Auch eine Demokratie, mit stark antidemokratischen Tendenzen. Das sieht nicht so sehr gut aus, zumal wir ein Land sind, was auf der einen Seite die Rohstoffe von dem einen autokratischen System nimmt und auf der anderen Seite, ja, nicht ausschließlich, aber doch relativ stark an die 9% in ein anderes Land, nämlich China, exportiert und davon lebt. Sorry, war jetzt lang geredet, aber wie schätzen Sie diese Achse Russland, China gegen westliche Demokratien ein? Also ich würde es mal so sagen, das sind natürlich keine Freunde der Demokratien. Sie werden sich auch nicht mit Demokratieförderprogrammen hervortun oder mit internen Demokratisierungsbestrebungen. Aber ich würde einen sehr großen Unterschied machen, wenn es darum geht, inwiefern hier eine aggressive Autokratisierungspolitik betrieben wird. Das können wir für Russland sicherlich feststellen. Russland hat das schon vorher auch im Kreise seiner Nachbarstaaten getan, aber natürlich auch immer mit Blick darauf, sie sich zu unterwerfen, also eben auch Vasallenstaaten tatsächlich zu kreieren. Und das ist ihnen auch bei vielen Staaten gelungen. Faktisch ist das so. Und in der Ukraine machen sie es jetzt sozusagen mit direkter Gewalt. China? Haben sie auch schon ein paar Mal vorgemacht. Genau. China ist der interessantere Fall, weil China eigentlich keine aggressive Autokratisierungspolitik betreibt. China möchte schlicht und einfach seine autokratische Herrschaftsform leben und möchte, dass Demokratien da nicht reinreden. Das sieht man auch zum Beispiel in der Politik, die sie gegenüber afrikanischen Staaten betreibt. Da geht es vor allen Dingen darum, sozusagen Profit zu machen, die Rohstoffversorgung Chinas aufrechtzuerhalten und Märkte zu schaffen. Plus Weltführerschaft in Wissenschaft, absolut. KI. Aber das ist keine aggressive Antidemokratisierungspolitik. Es geht darum, dass China sozusagen führend werden möchte und damit ja auch glaubt, also gerade Xis Programm glaubt, eine historische Mission eigentlich und einen Platz wieder einzunehmen. Aber es geht nicht darum, aggressiv Demokratien zurückzutreiben. Und ich glaube, man sollte auch nicht davon ausgehen, dass diese unverbrüchliche Freundschaft Russland-Chinas von beiden Seiten gleich gesehen wird. China ist keineswegs glücklich damit, wie Russland gerade agiert, auch nicht in der Ukraine. Das ist ein super Rohstofflieferant. Sie können jetzt sich sehr viel billiger sozusagen mit Rohstoffen eindecken, das ist sicherlich schön, aber über kurz oder lang wird Russland sie mehr kosten, als es ihnen bringt. Herr Welzer, wie sehen Sie diesen Konflikt?
Naja, ich finde es immer so ein bisschen erstaunlich, wenn man solche Sachen so genau weiß. Ja, also, das liegt an der Konfliktforschung. Wir ja, klar. Arbeiten tatsächlich dazu. Und das ist wahrscheinlich auch immer absolut zutreffend gewesen, wie Wissenschaft ja ohnehin so prognosesicher in jeder Hinsicht ist. Also ich meinte das aber gar nicht polemisch, sondern ich meinte es, und da gucke ich viel laienhafter auf so ein System wie das chinesische, das ist natürlich eine permanente Politik der Sicherung autokratischer Herrschaft macht. Sie wendet dabei massive Gewalt an, sie wendet ein Lagersystem an, all solche Sachen. Aber was mich als Sozialpsychologe natürlich besonders negativ fasziniert, ist das soziale Kontrollsystem. Also sie haben ja ein Herrschaftssystem entwickelt über Social Credit und die Nutzung der Digitalisierung, einer totalen Überwachung mit einem Herrschaftstypus, was die Herrschaft in die einzelnen Gesellschaftsmitglieder verlegt. Mhm. Weil sie kriegen ja auch einen geringeren Score, wenn ihr Bruder Alkoholiker ist oder das Kind in einen Kiosk eingebrochen hat oder sonst was. Das heißt, das eigene soziale Umfeld ist wirksam dafür, wie sie dastehen in der staatlichen Optik und welche Vorteile oder Nachteile sie deshalb kriegen. Das heißt, ich verlagere die Herrschaft in die Leute rein. Und das ist meines Erachtens nach ein Typus von, ja, wie soll ich sagen, von Herrschaftsausweitung. Das kannten wir in der Geschichte so noch nicht. Das gibt es sozusagen durch den Block, naja, aber doch nicht in der Perfektion. Der Block war im Nationalsozialismus. Also in so einem bayerischen Dorf ist die Frage, ob das Kind im Kiosk eingebrochen hat, möglicherweise auch. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen, weil sie es nicht quantifizieren und nicht sozusagen systematisch als Herrschaftsinstrument verwenden. Nee, in sozialen Normen gibt es das. Ja, aber es ist ja was anderes. Es ist ja keine soziale Norm, sondern es ist eine Kontrolle, die sozusagen objektivierbar ist und dann so wirkt. Das ist was anderes als das bayerische Dorf. Ein bayerisches Dorf ist eine Idylle im Vergleich dazu. Übrigens, ich komme aus Niedersachsen, da war es auch nicht viel anders. Aber insofern würde ich einem solchen totalitäre Systeme haben immer die Tendenz, sich gewissermaßen intern zu radikalisieren. Aus dem kühlen Grund, weil sie auf Modernisierungsanforderungen nicht anders reagieren können. Und insofern würde ich Ihre Perspektive auf China für etwas, wie soll ich sagen, harmlos halten. Ja, aber was Sie, glaube ich, völlig übersehen ist, Sie reden die ganze Zeit über Herrschaftstechniken, die China im Innern anwendet. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Und darüber hinaus hat China ja sehr klar gezeigt, dass sie das eben sehr gut unterscheiden können. Auf der einen Seite sozusagen Herrschaftstechnik nach innen, auf der anderen Seite Märkte schaffen nach außen. Und dabei zeigen sie eine Laissez-faire-Politik. Es ist ihnen einfach egal, wie andere Staaten intern strukturiert sind. Es geht darum, Gewinne abzuschöpfen und die eigene Versorgung sicherzustellen und den Führungsanspruch abzusichern. Solange das gegeben ist, ist das China erstmal egal. Das, glaube ich, kann man sehr gut aus den Daten ablesen. Ich sehe aber Ihren Punkt, dass sozusagen totalitäre Systeme über Zeit sich überdehnen und dann auch eine aggressive Außenpolitik entwickeln. Worum es mir jetzt ging, und das war die Frage, ist, wie sieht es jetzt aus? Und da sieht es nicht so aus. Konfliktforscherin, ganz klarer Fall. Und Friedensforscherin, darf man nicht vergessen. Ich bin keine Expertin zu chinesischer Politik. Was ich aus den Medien mitbekommen habe, ist, dass es ja durchaus auch immer wieder lokale Formen von Protest, auch Formen von Bürgerengagement gibt im Umweltbereich, bei so Großprojekten im Infrastrukturbereich. Und was ich an der derzeitigen Situation sehr faszinierend finde, das ist, dass China ja, also die Führung in China zu glauben scheint, dass sie das Land modernisieren können, exzellente Wissenschaft machen können, exzellent in allen möglichen Bereichen werden können, ohne individuelle Initiative, individuelle Freiheitsrechte, individuelle Ideen wirklich auch als Ressource und Potenzial dafür zu nutzen, sondern eben die Einzelnen zu kontrollieren. Und da frage ich mich einfach, ob das gut gehen kann oder ob dann nicht doch an sehr vielen Stellen das System eigentlich nur weiterlaufen kann dort, wenn vor Ort den Einzelnen mehr Spielräume gelassen werden und dann vielleicht auch gewisse Gegentendenzen gegen diese immer stärker werdende Überwachung da sein können. Zumal, wenn ich Politikwissenschaft in China zum Beispiel betreibe, und das gibt es ja in China, und die richtet sich gegen die Partei, bin ich raus aus dem Spiel. Also ich darf sehr viel machen. Es gibt auch regional unterschiedliche Bemühungen, zum Beispiel im Umweltbereich, wie Sie gesagt haben. Aber sobald die Partei kritisiert, ist es aus. Also gestern ist wieder einer der bekanntesten chinesischen Blogger von heute, von jetzt auf gleich verschwunden. Aber damit fehlt dem System ja auch Feedback. Richtig. Damit wird ja alles, was an Kritik auch sinnvoll sein könnte, richtig, abgeblockt. Und alle anderen Blogger werden sich jetzt wieder fragen, wie weit kann ich noch gehen?
Und damit muss von oben regiert werden, im Grunde im Blindflug, ohne wirklich zu wissen, was... Aber das ist ja der Grund dafür, dass totalitäre Systeme auf Veränderungsanforderungen mit Gewalt reagieren. Also die Hypothese, dass das sozusagen, weil es dysfunktional ist, zu einer Liberalisierung führt, ist mit der sozusagen vor dem Hintergrund der Geschichte totalitärer Systeme ausgesprochen unwahrscheinlich. Kleiner Schwenk noch dazu. Wir haben ja in der Ökologiefrage immer diesen Topos der Ökodiktatur. Brauchen wir denn nicht lieber eine Ökodiktatur? Demokratie ist so langsam. Und das ist natürlich vollkommener Unfug, weil eben Diktaturen nicht in der Lage sind, auf sich verändernde Anforderungen per Modernisierung zu reagieren. Und das können nur Demokratien. Mhm. Das ist eine super Überleitung zu den internen Problemen der Demokratie. Also, dass wir das Thema autokratische Systeme und Demokratie nicht ausdiskutieren können, ich glaube, das war klar. Also, soweit zu den außenpolitischen, globalen Aspekten der Politik. Wie ist es mit den Binnenproblemen von Demokratie? Es gibt ja nicht nur eine Bedrohung von außen, sondern es gibt eine Menge von internen Krisen der Demokratie. Und auch die führen ja zum Kampf um das, was man vielleicht eine vollständige, gut funktionierende Demokratie bezeichnen könnte. Lange Zeit hielten wir sie für selbstverständlich. Die Demokratie mit all ihren durch die Verfassung garantierten Rechten. Das Recht auf Information, freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht. Jetzt scheint die Demokratie in Gefahr. Warum hat das Vertrauen in die Demokratie, vor allem bei jungen Menschen, so stark abgenommen? Wörtlich bedeutet Demokratie Volksherrschaft. Doch die Entfremdung zwischen Politik und WählerInnen hat in den letzten Jahren Rekordwerte erreicht. Immer mehr Menschen fühlen sich nicht mehr gehört von der Politik. Als passive ZuschauerInnen schauen sie vom Sofa aus zu, wie im inszenierten Schlagabtausch eher in Talkshows als im Parlament Politik verhandelt wird. Gegeneinander kompromisslos. Politik, so scheint es, wird in geschlossenen Kreisen von denen da oben gemacht. Längst bestimmen große Konzerne und wohlhabende Interessengruppen mit, welche Gesetze erlassen werden und welche nicht. Nicht selten schreiben ihre Lobbyisten gleich mit am Gesetzestext. Der Einfluss der Lobby- und Wirtschaftsverbände führt seit Jahren zur Erosion sozialer Standards. Und dringende ökologische und soziale Reformen werden gezielt verhindert. Politische Entscheidungen scheinen also nicht der Vernunft geschuldet, sondern eher dem Schutz von Privilegien. Wer viel Geld hat, verfügt auch über viel Macht. Journalisten prangern diese Missstände an, seit Jahrzehnten. Wirklich geändert hat sich dadurch wenig. Globalisierung und Deindustrialisierung tragen zusätzlich zur Schwächung der Demokratien bei. Automatisierung bestimmt immer mehr unsere Arbeitswelt und marginalisiert oder zerstört traditionelle Industriezweige. Die Folge: wachsende Zukunftsängste. 4 von 5 Deutschen gehen davon aus, dass das Risiko, sozial abzusteigen, heute größer ist als bei früheren Generationen. Der Abbau des Sozialstaates, soziale Ungerechtigkeit und die zunehmende Ungleichheit zwischen Arm und Reich tragen massiv zur Demokratieverdrossenheit bei. Im digitalen Kapitalismus fallen Werte, Weltbilder und Lebensgefühle noch stärker auseinander als in der analogen Welt. Unter den Jüngeren haben 80% das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Parteien verloren. Sie vermissen überzeugende Zukunftsvisionen und praktische Antworten auf Megaprobleme wie Klimawandel, Migration, Diversität und Digitalisierung. Für die Generationen Y und Z sind Parteien zu altmodisch, zu schwerfällig, zu selbstbezogen und zu wenig effektiv. Die sozialen Netzwerke werden immer mehr zur fünften Gewalt. Über ihre Plattformen bekommen Menschen eine Stimme, die vorher keine hatten. Doch auch hier bestimmt Geld, wer gesehen wird. Finanzkräftige Populisten und Demagogen erkaufen sich mehr Sichtbarkeit. Erklärte Feinde der Demokratie agieren gegen Minderheiten, Politiker und Verfassungsorgane. Populisten untergraben gezielt das Vertrauen in die Demokratie. Durch Fake News, Gewalt und Verschwörungstheorien verstärken sie Ängste in der Bevölkerung, um die Spaltung in der Gesellschaft zu vergrößern.
Ein immer noch aktuelles Beispiel ist die Corona-Pandemie. Angefeuert durch Desinformationen in den sozialen Netzwerken sahen sich viele Bürger durch die Corona-Maßnahmen in ihren Rechten beschnitten. Die Legitimation der Demokratie wurde massiv in Frage gestellt. So bringt auch der Krieg in der Ukraine neue Spannungen und Probleme für die westlichen Demokratien und ihre Wertesysteme. Der Krieg der Systeme hat längst begonnen, innen und außen. Der Film, der hat natürlich eine Masse von verschiedenen Themen angesprochen, über die wir jetzt reden könnten. Das werden wir gar nicht alles schaffen. Ich schlage vor, dass wir uns so ein paar Kernpunkte rausnehmen. Also das eine wichtige, immer wieder diskutierte, ist die Krise der Repräsentation. Pierre Rosanvallon, Professor für Neuere und Neueste politische Geschichte in Frankreich, sicher kein Rechter und kein Verschwörungstheoretiker, hat in seinem Buch Die gute Regierung geschrieben, Zitat, unsere politischen Systeme können als demokratisch bezeichnet werden, doch demokratisch regiert werden wir nicht. Das ist der große Widerspruch, aus dem die heutige Ernüchterung und Ratlosigkeit resultiert. Und die EU, das ist jetzt Ende Zitat, die EU hat ja auch begonnen, einen Prozess einzurichten, wo Bürgerinnen, Bürger repräsentiert werden und, das ist die große Frage, wie sie das machen, ins demokratische System ihre Ideen über zum Beispiel eine europäische Verfassung einspeisen. Also das macht man ja nur freiwillig sozusagen, wenn man erkannt hat, da gibt es eine Krise der Repräsentation. Sie haben genickt, ich nehme an, Sie stimmen dazu. Ja, ich stimme zu, in dem Sinne, dass die Distanz, die empfunden wird zwischen offizieller Politik und Alltag der Menschen, oft sehr, sehr weit sein kann. Und das Ganze hat natürlich auch so einen sozioökonomischen Index. Also wenn ich jetzt privilegiert bin, dann kenne ich vielleicht auch meine Abgeordneten vor Ort, dann kenne ich andere Leute, die sich irgendwie politisch einbringen, während Menschen, die zum Beispiel einfach sehr viel ihrer Lebenszeit mit Arbeit verbringen müssen, gar keine Zeit haben, sich mit so Dingen zu beschäftigen, das als viel distanzierter wahrnehmen. Und ein Phänomen, das sehr, sehr schön auch zum Ausdruck bringt, ist zum Beispiel, dass wir eine unglaubliche Akademisierung der Politik in dem Sinne haben, dass nicht studierte Menschen im Parlament eigentlich kaum da sind. Ich glaube, es sind noch 8% gegenwärtig. Es ist auf jeden Fall extrem niedrig und man fragt sich schon, okay, was läuft da jetzt eigentlich schief? Und daraus entsteht dann dieser Impuls zu sagen, wir versuchen neue Instrumente zu nutzen, zum Beispiel zufallsausgewählte Bürgerinnen und Bürger, um wirklich die gesamte Breite abzubilden. Aber ich frage mich dann immer so ein bisschen, naja, das ist jetzt eine einmalige Sache. Wieso schaffen wir es denn nicht, auch die Parlamente selber wieder die gesamte Bevölkerung abbilden zu lassen? Und ich glaube, dann ist man sehr schnell bei so Fragen wie, naja, wie funktioniert denn die soziale Macht an den Stellen, wo es so um die Nadelöhre geht, wer denn in bestimmte Positionen kommt, wer hat die entsprechenden Connections und wie könnten wir es erreichen, dass zum Beispiel auch nicht studierte Menschen über Gewerkschaften aus Betriebsratsrollen heraus viel stärker in die Politik gelangen könnten. Und da könnte man jetzt noch sehr viele unterschiedliche Dimensionen von Benachteiligung durchgehen und die gleiche Frage stellen. Ich glaube, wir müssten versuchen, wirklich die Systeme, die wir auch schon haben, auch wieder repräsentativer zu machen. Und da können solche Zusatzprojekte sicher sinnvoll sein, aber im Endeffekt müssen wir doch dahin zu sagen, das, was wir als demokratische Dauerinstitutionen wollen, muss auch wirklich die gesamte Bevölkerung abbilden. Also ich vereinfache das jetzt sehr stark, aber es gibt Theoretiker, die sagen, die repräsentative Demokratie ist im Unterschied zu der Volksdemokratie, also französische Revolution, entstanden, um den Pöbel draußen zu halten. Und jetzt haben wir eine Form der Demokratisierung der repräsentativen Demokratie, der dazu führt, dass diese Form der Repräsentation sich ändern muss. Mhm. Ist das eine valide Analyse? Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Aber man muss eben durchaus aufpassen, was daraus folgen soll. Also ich habe große Probleme mit einer Idee, die glaubt, dass wir sozusagen genau schauen müssen, wie ist die Gesellschaft zusammengesetzt. Und dann versuchen wir sozusagen dieses Bild ins Parlament zu bringen. Das würde ja bedeuten... Das ist das, was Angela Merkel immer gemacht hat. Ganz viele Umfragen, also nicht ins Parlament gebracht, aber ganz viele Umfragen. Und nach den Umfragen regiere ich dann.
Genau, aber ich glaube, der Punkt ist, dass eigentlich Demokratie davon lebt, dass es eine gewisse Distanz zwischen denjenigen gibt, die repräsentiert werden sollen, und ihren Repräsentanten. Also keine komplette Übereinstimmung der Identitäten. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss mich eben auch von Männern repräsentieren lassen können, Männer sich von mir repräsentieren lassen können. Und das können wir jetzt noch in ganz, ganz viele andere Merkmale übertragen. Wenn wir davon abgehen würden und tatsächlich der Meinung sind, dass meinetwegen, wenn eine Bevölkerung zu 55% aus Frauen besteht, dann müssen 55% Frauen drin sein. Wenn davon 25% einen Migrationshintergrund haben, dann muss auch noch 25% Migrationshintergrund dabei sein. Wenn darunter, und ich könnte das jetzt sozusagen durchexerzieren. Es ist ja immer die Frage, welche Merkmale sind dann eigentlich relevant? Was wollen wir denn dann genau repräsentiert sehen? Und warum sind sie eigentlich relevant? Und ich glaube, dass das bringt uns in einen infiniten Regress, und am Ende haben wir kein repräsentatives System mehr, sondern wir haben gar kein System mehr. Es würde gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube, interessanter wird es, wenn wir uns eigentlich eher überlegen, wie kommen wir aus dieser Logik heraus und wie können wir die klassischen Institutionen, in denen repräsentiert wird, wieder attraktiver machen. Und ich weiß, es geht nicht nur um Attraktion. Das hilft eben auch den sozusagen Benachteiligten nicht allein, aber es geht auch darum. Also wie können wir zum Beispiel die Konflikte, das Ringen um demokratische Alternativen wieder sichtbarer im Parlament machen? Wie können wir es dort wieder zentrieren, sodass sich wieder mehr Menschen beteiligen wollen und sozusagen aus eigenem Antrieb auch wieder hineingehen wollen? Das schaffen ja all diese neuen demokratischen Innovationen nicht, die immer von oben her eine Blaupause geben und sagen, super, hier habe ich noch einen neuen runden Tisch, hier habe ich ein neues Bürgerforum, und die dürfen jetzt mal zur Frage, weil ich es gerade noch im Kopf habe, Deutschlands Rolle in der Welt, sich dreimal in den nächsten 6 Monaten treffen und dann sozusagen einen Ratschlag an das Parlament erbringen. Ich glaube, das ist auf Dauer tödlich, und darum kann es nicht gehen. Sondern es geht doch eher darum, wie können wir sie wieder dazu bringen, um Demokratie zu ringen und um Fragen zu ringen. Also das ergänzend, ich stimme vollkommen zu, aber dann wirft es natürlich die Frage auf, ob die Rekrutierungsverfahren innerhalb der Parteien möglicherweise ein großer Teil dieses Problems sind. Ja? Also, und auch die Verfahrensweisen, wie die Parteien agieren. Wissen wir ja alle, dass es dann Abstimmungen gibt, die sind nur deswegen so, weil der Parteien die Relation so aussieht, dass man da bloß nicht zustimmen kann, weil die gute Idee kommt von der gegenteiligen Partei, etc., etc., etc. Mitglieder des Bundestages und der Landtage können darüber eifrig berichten, wie das de facto aussieht. Und der andere Punkt ist der, wie mache ich innerhalb einer Partei Karriere? Was sind die Muster? Absolut. Und die Muster sind ja nicht diejenigen, die gewissermaßen das belohnen, wenn ich irgendwie offen oder ambivalenzoffen oder differenzierungsoffen nach außen auftrete und vielleicht auch mit Leuten rede, die anderer Auffassung sind, sondern es geht ja eher darum, sozusagen eine bestimmte Linie zu vertreten, die durchzuhalten. Und das wird dann auch häufig sozusagen nochmal reproduziert durch die Talkshows, ja, wo dann die Einladungsverfahren ja nicht so aussehen, dass man ein produktives Gespräch führen sollte, an dessen Ende die Menschen klüger geworden sind, auch die, die am Tisch sitzen, sondern dass es darum geht, dass die Positionen, die man hat, auf Dolbe komm raus verteidigt werden. Ja, und zwar sozusagen bis zur Selbstentblößung. Also, dass man auch vor barem Unsinn nicht zurückschreckt, aber weil es einfach die Parteilinie ist. Also letztlich gar kein Gespräch miteinander führt. Ja, also nicht ein Gespräch in einem emphatischen Sinn, sondern wenn überhaupt eine Simulation von Gespräch. Und ich würde an der Stelle auch mal wirklich es für einen Irrtum erklären, dass ein Streitgespräch irgendeine produktive Dimension hätte. Streitgespräche haben ja. Jetzt kommt der Konflikt, ist ja völlig klar. Sie haben ja ein Buch mit Michelle Friedmann zusammengeschrieben, mit einem tollen Kapitel übers Streiten. Und in diesem Buch habe ich präzisieren. Gelernt. Ich darf präzisieren. Ich habe überhaupt nichts gegen das Streiten. Aber ich halte das inszenierte Streitgespräch, ach so, oder also das habe ich Einladen ja. von Menschen in dem festen Wissen, die kommen nicht zueinander, für völlig idiotisch. Ja. Haben wir heute Abend nicht gemacht. Kommt noch ja nicht, noch. Kommt das ja kommt noch. Ja noch, ich habe noch gar nicht gesagt. Wir entwickeln uns noch, okay. Nein, aber, wer hat die eigentlich glaube, eingeladen? Ja, genau. Und wer den Welt schon wieder? Nein. Aber ich glaube, dass man das inszenierte Streitgespräch nicht unterschätzen sollte. Das hat eine Funktion. Ich würde absolut zustimmen, dass in vielen dessen, was wir als Polit-Talkshow
kennen, das nicht mehr sozusagen wirklich funktioniert, weil es einfach nur noch auf Zuschauer und auf Response geht. Ja? Es geht nur noch darum, wie viele Reaktionen man bekommt. Aber ein gutes inszeniertes Streitgespräch macht ja was anderes. Es affiziert, es macht wieder Freude am Streiten, es arbeitet Positionen heraus. Und das ist eine wunderbar produktive Funktion. Und manchmal muss es inszeniert sein, damit man überhaupt erkennt, was ist eigentlich das Streitthema, was für Optionen gibt es? Also um überhaupt wieder etwas anzuregen, was schon längst verschüttet ist. Dafür ist es sehr wichtig. Ich würde noch mal die Frage aufwerfen, wessen Stimmen werden denn da gehört? Ja. Und ja. Ich meine, ja, es gibt diese Frage, wie repräsentativ im Sinne von unterschiedlichen Identitätskategorien muss Repräsentation sein. Aber wir haben doch immer mehr, wir sind doch so weit weg davon, uns diese Frage wirklich so auf Prozentpunkte genau stellen zu können. Und ich sehe wirklich die Gefahr, dass wir eine politische Klasse haben, die einfach von dem, was bestimmte Teile der Bevölkerung umtreibt, nur noch sehr wenig mitbekommen. Mhm. Und dann entstehen diese Ausweichmechanismen, dann gibt es irgendwelche Twitter-Shitstorms oder sonst was, die dann quasi als Ventile dazu dienen, Themen in den politischen Diskurs zu bringen, die einfach über die Systemlogik nicht mehr reinkommen. Ich mache mal hier an der Stelle einen Schnitt, weil wir könnten jetzt natürlich weiter über Repräsentation machen. Ich wollte gerade noch was Interessantes dazu sagen. Eine super interessante Bemerkung, bitte. Ja, und zwar eine interessante Bemerkung, hoffentlich interessant, die das Thema noch mal deutlich tiefer legt, aber vielleicht illustriert. Ich hatte schon eine Weile her, ein Thekengespräch mit einem Herrn, Mann, etwas jünger als ich, der seines Zeichens Kraftfahrer ist, also mit seinem Lastwagen durch die Gegend fährt und Sachen ausliefert. Und wir haben uns so unterhalten und dann sagt er, weißt du, was mich richtig nervt? Ich habe den ganzen Tag das Radio an und ich höre im Radio nur, hey Leute, ihr seid jetzt auf dem Weg ins Büro. Ja, er denkt schon über den nächsten Kaffee nach oder sonst was und so. Und da gab er so ein paar so stereotype Sachen wieder und sagte, ich fahre nicht ins Büro. Es gibt ganz viele, die fahren nicht ins Büro. Ja, aber das ist das ich Thema. Ich hätte gesagt, hör mal öfter, das ist auch nicht vielleicht sein Sender, aber hör mal öfter Deutschlandradio, ist ein bisschen anders. Okay. Aber so viele Arbeiterstimmen hat man da jetzt auch. Ich mach, das war jetzt eine interessante Einlassung. Das war wirklich, okay. Nein, das war einfach das nicht einschlägig. Ja. Nein, aber das zeigt das doch ganz genau, dass eben das, was abstrakt die fehlende Repräsentation ist, gefühlte Wirklichkeit klar ist. Wegen sowas kommt man nicht vor. Genau, aber das schaffen wir eben nicht ab, indem wir sozusagen immer neue Institutionen von oben verordnen, genau, die das jetzt irgendwie, na, sondern da müssen wir dann tatsächlich wieder an die Demokratie als Lebensform erinnern. Oder ich würde es jetzt mal mit Derrida probieren, Demokratie im Kommen. Also wie können wir sozusagen von unten wieder Begeisterung für die Demokratie schaffen und auch wieder mehr Verständnis für demokratische Praktiken? Da müssen wir, glaube ich, rangehen. Da sind inszenierte Streitgespräche eines, aber da geht es sicherlich um viel mehr. Ich merke mir das, weil wir wollen ja am Ende noch mal darüber reden, was wir positiv machen können. Schnitt, Sie haben den Markt erwähnt. Also es gibt die politischen Stimmen, die sagen, so gut, wie es uns gegangen ist, wird es uns in Zukunft nicht mehr gehen. Ich persönlich gehe davon aus, dass es so ist. Das ist mehr Ihr Beritt. Wirtschaft, sehen Sie es so? Ich glaube nicht, dass wir Angst davor haben müssten, dass wirklich das subjektive Wohlergehen und auch die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen, das für die breite Masse der Bevölkerung absinken. Genau, das ist will was ich genau hinaus. Genau, das ist was anderes. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie zu sagen, es muss allen immer besser gehen, die Häuser und die Autos müssen immer größer ökonomisch werden und so weiter, in einem ökonomischen Sinne. Die Frage, die sich mir stellt, ist an der Stelle viel stärker, für wen funktioniert das System und für wen funktioniert es nicht mehr? Und ich meine, es gibt in der Soziologie diesen Ausdruck Zweidrittelgesellschaft, die Zahlen sind umstritten. Mhm. Aber es ist ja klar, dass in der Mitte und aufwärts in der Bevölkerung vieles noch gut läuft. Man hat beständige Jobs, man hat Sozialversicherungssysteme. Es bröckelt aber auch so. Aber dadurch, dass der untere Rand größer wird, steigt natürlich auch die Angst. Und Angst ist ja was komplett Asymmetrisches in dem Sinne, dass ich nicht selber statistisch wahrscheinlich davon betroffen sein muss. Es reicht, dass ich das sehe bei jemandem. Und dann ist mein Vertrauen weg, dass dieses System für mich funktionieren wird, auch wenn ich vielleicht gerade noch in einer stabilen Situation bin. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wenn wir davon ausgehen, Demokratie heißt, wir leben als Gleiche unter Gleichen zusammen, wie weit darf dann die ökonomische Schere aufgehen? Und damit meine ich es nicht nur Einkommen, sondern damit meine ich auch sowas wie
wie viel Möglichkeit, mein eigenes Leben zu gestalten, habe ich denn? Mhm. Zeitarmut, das ist ein riesiges Thema. Vor allem, wenn man Familie auch dann hat. Sowas wie Repräsentation im öffentlichen Diskurs. Und da sehe ich halt sehr viele divergente Tendenzen und sehe nicht genug Gegenbewegungen, sich wirklich dafür einzusetzen, dass wir eine Demokratie für alle Mitglieder der Gesellschaft haben. Das würde ja bedeuten, dass wir auch einen Teil des Geldes tatsächlich anders als jetzt im Moment umverteilen müssen. Ja, aber ich finde es viel interessanter, darüber nachzudenken, nicht wie lassen wir erst das Wirtschaftssystem laufen und am Ende verteilen wir irgendwie ein bisschen um, sondern wie können wir das Wirtschaftssystem von vornherein richtig so gestalten? Umtransformieren. Das wird ja das wahrscheinlich nicht disruptiv von einem Schlag auf den anderen gehen, genau, aber das sondern das muss das, man, das kann man gestalten. Gestalten und das muss Politik aber auch gestalten wollen und dann darf sie sich auch nicht von irgendwelchen There is no alternative Geschichten, die teilweise aus der Ökonomie auch, glaube ich, ziemlich fehlgeleitet gekommen sind, in die Irre führen lassen. Wirtschaft und Demokratie? Ich möchte jetzt was Interessantes vorschlagen. Nochmal? Nein, aber das Problem, über das wir hier sprechen, ist die Nichtdurchlässigkeit der einzelnen gesellschaftlichen Teilgruppen zueinander. Ja, das ist ja das Problem. Das ist einerseits absolut notwendig für Demokratie und den Verlust dessen beklagen wir. Und das, was mir eben in den Sinn gekommen ist, ist eine Idee, die Studierende von mir entwickelt haben, die ich ganz schön fand, diese Idee. Die haben ein Konzept entwickelt, das nannten sie 80-20. Und dieses 80-20 bedeutete, wir verwenden künftig nur 80% unserer verfügbaren Arbeits- oder Lernzeit für den funktionalen Zweck und verwenden 20% für gemeinwesenorientierte Tätigkeiten. Kann man das nicht umdrehen? Ja, kann man auch umdrehen. So müssen die Diskussionen auch laufen, das finde ich gut. Sofort umdrehen, erweitern. Aber nach deren Argumentation von Anfang bis Ende, also nicht nur für die erwachsene Bevölkerung, sondern das fängt im Kindergarten an. Und der Witz wäre tatsächlich der, wenn man Erfahrungen macht von Anfang an, und zwar ganz selbstverständliche, dass es andere Lebensformen, andere Lebensstile, andere Möglichkeiten, andere Gesundheitslagen und sonst was gibt, ist man ganz anders Teil einer Gesellschaft und muss sich keine Bilder machen. Wir leiden im Moment ja sehr stark darunter, dass Bilder gemacht werden. Mich nervt es zum Beispiel, es gab es lange Zeit in der Tagesschau und so, dass wenn von Hartz IV die Rede war, wurde eine Familie eingeblendet, die total schlecht, also in Joggingklamotten durch den Park ging und von hinten fotografiert wurde. Das ist diffamierend. Ja? Das sieht völlig ab von den Lebensrealitäten, von den Kompetenzen, von den Bemühungen dieser Leute. Es erzeugt Bilder. Und diese Bilder kann es nur geben, wenn der reale Kontakt zwischen diesen Gruppen nicht existiert. Und deshalb fand ich dieses 80-20 eine tolle Geschichte. Ja, was ich daran interessant finde, ist, wir denken die meiste Zeit immer an das untere Drittel. Nicht? Also wenn auch über das unsichtbare Drittel gesprochen wird, immer über dieses untere Drittel, also die Abgehängten gesprochen. Aber faktisch, und da würde ich Ihnen zustimmen, geht es tatsächlich darum, dass diese Interaktion zwischen den unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft nicht mehr da ist. Und das obere Drittel ist dafür genauso problematisch. Genau. Die sind nämlich aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Ja. Also wir machen uns Bilder von ihnen, weil wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Sie besuchen gar nicht mehr die gleichen Institutionen. Sie tauchen auch nicht mehr, ich wollte gerade tatsächlich einen Markennamen sagen, sie tauchen auch gar nicht mehr im Supermarkt auf, nicht? Im Zeitschriftenkiosk. Da sehen wir sie überhaupt nicht mehr. Das ist ein riesiges Problem. Also wie sollen wir denn all diese tollen Dinge neu schaffen können, all diese Erlebnisse machen, wenn wir eigentlich gar nicht mehr zusammenkommen? Und wenn wir sozusagen zum letzten Drittel dieser Sendung kommen und darüber reden, was anders werden muss, dann sollten wir auch darüber reden, wie der öffentliche Raum so gestaltet werden kann, dass er die Gesellschaft wieder zueinander führt. Also sie zumindest in Austausch miteinander bringt, sodass die Fantasiewelt dadurch reale Bilder ersetzt werden können. Und das dann heißt eben andere Stadtarchitektur zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Möblierung des öffentlichen Raumes, ein Riesenproblem. Unsere öffentlichen Plätze sind nicht mehr so, dass man da gerne verweilen möchte. Also wenn wir das tatsächlich, also zum Beispiel nach der 80-20-Regel leben würden, unsere Interaktion miteinander über die typischen Grenzen, an denen wir sonst Halt machen, ausweiten, dann könnte, glaube ich, das passieren, was Sie angesprochen haben, dass wir ein gutes Leben führen können, was nicht identisch ist mit ökonomisch stelle ich mich immer besser. Wir könnten nämlich die Erfahrung machen, dass das durchaus schön sein kann, sich auszutauschen und andere Formen von
miteinander Zeit verbringen, Gemeinschaft und so weiter entdecken. Ich glaube, das haben Sie eben gemeint. Ne? Das ist ein Aspekt des Ganzen. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich andere, die ich nicht persönlich kenne, oft ja irgendwie so implizit als Konkurrenz erlebe. Die könnten mir irgendwie was wegnehmen oder so, der Sozialstaat könnte von mir an die umverteilen wollen oder so. Oder auch umgekehrt. Also gibt es ja ganz viele Variationen dieses Themas, dass der andere dann irgendwie immer der Gegner, der Feind, was auch immer ist. Wenn wir uns begegnen und wenn wir erleben, dass wir eigentlich uns gegenseitig ergänzen, dann erzeugt das ja ein komplett anderes gegenseitiges Verhältnis. Und eigentlich haben wir ja eine arbeitsteilige Wirtschaft, in der sich die gegenseitigen Rollen wunderbar gegenseitig ergänzen. Also ich meine, ich bin Philosophieprofessorin, ich bin vollkommen hilflos, wenn es um Dinge des praktischen Überlebens geht. Ich hänge vollkommen ab von der Arbeit anderer Leute, die Lebensmittel produzieren und sonst was. Und die Frage ist natürlich, kann ich dieses Bewusstsein dafür dann auch irgendwie in politische Entscheidungen in dem Sinne tragen, dass ich mich auch dafür einsetzen kann, dass wir uns doch irgendwie stärker auf Augenhöhe begegnen können. Was ich im Moment wirklich als Gefahr sehe, gerade auch durch diese ganzen digitalen Plattformen, was sich jetzt durch die Corona-Krise auch nochmal verschärft hat, ist, dass wir wirklich in der Arbeitswelt Klassenunterschiede haben, die so eine Art Feudalstruktur haben. Also es gibt da so das Dienstpersonal und es gibt die Klasse, die das Dienstpersonal hat, und die gegenseitigen Berührungspunkte sind minimal. Mhm. Und es ist eben nicht mehr das gemeinsame Bürger und Bürgerin sein. Ich mache noch mal einen Schnitt, spreche noch mal einen letzten Punkt an. Wir sind ja auf dem Philosophiekongress. Jürgen Habermas hat unlängst geschrieben, je mehr die Komplexität der Gesellschaft und der politisch zu regelnden Probleme zunimmt, umso weniger scheint es möglich zu sein, an der anspruchsvollen Idee von Demokratie festzuhalten. Damit hat er unter anderem gemeint, dass Komplexität, das ist Stichwort Wissensgesellschaft und so weiter, uns, naja, verwirrt. Wir haben nicht mehr den Überblick. Wir müssen mit Unwissen entscheiden. Das ist schwierig. Es hat aber noch einen anderen Aspekt, dass Bürokratien, die wir ja brauchen, wir brauchen Institutionen, um eine gute Demokratie zu bauen, aber dass die so starr geworden sind, dass sie nicht mehr adaptiv sind, dass sie nicht mehr fähig sind, sich zu verändern. Wie schätzen Sie dieses Problem ein? Tatsächlich würde ich sagen, dieses Problem ist so neu nicht, sondern es ist etwas, das Gesellschaften immer umgetrieben hat. Also Gesellschaften hat immer das Gefühl, dass die neuen Herausforderungen eine neue Komplexität hervorgerufen haben, neue Unsicherheiten, Ungewissheiten. Das ist etwas, was es immer gegeben hat. Ich würde auch sagen, auch Habermas hat sich diesem Problem früh gestellt und er hatte damals, also in seinen früheren Arbeiten, noch viel mehr Vertrauen eigentlich in die Bürgerschaft, die sich eben auch sozusagen auflehnen würde gegen sozusagen die Routinisierung des Machtkreislaufes. Das war ja auch immer seine Idee. Also irgendwann, klar, im organisierten politischen Prozess erstarrt alles zu Routinen und dann nimmt der Machtkreislauf einfach seinen Gang. Dann passiert auch keine Innovation mehr oder so. Was muss dann passieren? Bürger greifen ein Thema auf, entdecken es für sich und lärmen so laut an den Toren der Macht, dass sie diesen Machtkreislauf irritieren und dafür sorgen, dass er sozusagen unterbrochen wird. Und jetzt kann sozusagen diese neuen Themen hineingespült werden in den politischen Prozess und sorgen für Veränderung. Das ist eigentlich in diesem Statement gar nicht mehr zu hören, diese Hoffnung, dass das passiert. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist das tatsächlich so? Geht das nicht mehr? Ich meine, wir erleben ja eigentlich ganz, ganz viel Protest. Auch in der Corona-Pandemie. Hat das gar nichts mehr verändert? Verändert das nichts mehr? Geht es alles wieder ins Alte zurück? Oder tut sich noch etwas durch den Prozess? Und Protest, wenn ich mir die Corona-Pandemie-Proteste ansehe, dann würde ich sagen, meine Güte, die waren doch effektiv. Die haben doch ganz viel gebracht. Die haben doch Politik verändert. Die haben doch Politik reagieren lassen. Andererseits haben sie zu einer Verstörung des Wissenschaftssystems geführt. Die Verstörung des Wissenschaftssystems ist, die würde ich mal produktiv nennen. Das strukturell. Das ist wirklich nicht so schlimm. Nein, aber man kann ja mit den Ergebnissen, man kann mit der Art des Protestes, mit den Inhalten der Proteste nicht einverstanden sein. Ich bin mit ganz vielem davon sehr nicht einverstanden. Vollkommen klar. Aber man kann nicht sagen, dass der Protest nichts gebracht hätte. Man hat gesehen, dass er irritiert hat. Man hat gesehen, dass er verarbeitet worden ist. Von daher würde ich sagen, so negativ muss man es vielleicht nicht sehen. Auch in der Komplexität kann die Demokratie noch mithalten. Ich würde sogar viel weiter gehen. Ich würde sagen, wunderbar. Komplexität kann eigentlich nur durch Demokratie bewältigt werden, weil Komplexität ja heißt, es sind sehr viele Perspektiven, viele unterschiedliche sich bewegende Teile. Das kann nicht
zentralistisch gesteuert funktionieren. Und ich würde gerne ein Stichwort wieder aufgreifen, das Sie vorhin schon genannt haben, die partizipative Demokratie. Ich finde Protest wichtig. Ich würde auch sagen, er ist effektiv an doch einigen Stellen. Aber wo ich eine ganz große Herausforderung sehe und auch ein großes Potenzial, aber ich sehe schon auch, wieso Jürgen Habermas da Pessimismus an den Tag legt, die Möglichkeit, wirklich auch institutionell Dinge zu verändern. Also wenn ich sehe, hier läuft was in meiner Stadt nicht so gut, hier läuft an der Uni, an der ich gerade arbeite, dieses oder jenes nicht so gut, was kann ich verändern? Dann tut man sich ja irgendwie mit ein paar Leuten zusammen, dann braucht man oft verschiedene Formen von Expertise. Aber die Frage ist, kann man wirklich was umsetzen und auch diese positive Erfahrung machen, wow, wir können hier auch was bewegen. Und wenn es nur ein kleines Ding ist. Und was ich da als schon eine weiterhin sehr starke Bedrohung sehe, ist die unglaubliche Verrechtlichung ganz vieler Prozesse, die es einfach sehr, sehr schwer macht, dann auch individueller, flexibler auf Dinge zu reagieren. Und das ist natürlich ein Dilemma, weil Rechtsstaatlichkeit bei all diesen Demokratieindizes natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ist wichtig, aber grenzt natürlich auch ab. Aber die Balance zwischen quasi den starren rechtlichen, institutionellen Strukturen und dann der Flexibilität und dieser Dynamik, die durch Partizipation und partizipatives Handeln entstehen kann. Leider Aßmann hat gestern in einem Gespräch hier auf der Phil Cologne über Weisheit den Punkt gemacht, dass sie gesagt hat, wenn wir immer nur über Rechte sprechen, das ist ja eher so ein Abgrenzen. Der andere Prozess ist, über Menschenpflichten zu sprechen. Das ist vielleicht auch noch nicht der perfekte Begriff, aber das, was ich sozusagen jemand anderen auch schuldig bin, was ich an Freundlichkeit zum Beispiel gegenüberbringen kann. Also Gastfreundschaft ist ja klassischerweise so eine Verpflichtung, Fremden gegenüber zu begegnen. Letztes Stichwort noch, Bürokratie. Diese mangelnde Adaptivität von Bürokratie. Gähn. Das wissen wir alle. Und die Dummheit besteht dann darin, dass man nicht Bürokratie abbaut, sondern Institutionen zum Bürokratieabbauen schafft. Ja, das ist der normale Weg. So was immer weiter Bürokratie schafft. Gibt es ja schöne Untersuchungen zu. Gibt eben. Ich wollte aber, wenn es mir gestattet ist, auf die vorherige Frage. Ja, gerne. Eine interessante Einlassung machen. Zu der Frage der Institutionen. Wir müssen ja gucken, wir haben ja nicht nur einen Bundestag und eine Bundesregierung, sondern wir haben ja ganz unterschiedliche politische Gliederungen und unterschiedliche Institutionen mit einer größeren Nähe oder größeren Entfernung zu den Problemen vor Ort. Und das Interessante ist ja, wenn wir uns Städte angucken und zum Beispiel Bürgermeisterinnen und deren Handeln angucken, dann sehen wir ja extrem große Unterschiede, je nachdem, ob es diese Stadt ist oder jene Stadt ist. Das heißt, die Rolle des persönlichen Engagements und auch des Aufnehmens von dem, was Bedürfnisse aus der Bürgerschaft sind, fallen ja sehr unterschiedlich aus. Aber das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil hier auch ein großes Aktivierungspotenzial für Demokratie zu sehen ist und übrigens ein hohes Modernisierungspotenzial. Ja, weil dann kann man sehen, wie beispielsweise in der Verkehrspolitik eine Stadt wie Hannover operiert, im Unterschied zu irgendeiner anderen Stadt. Und dann siehe da, dann wird es plötzlich möglich, eine autofreie Stadt zu denken und sukzessive während alle anderen noch behauptet haben, das geht ja nicht. Nie im Leben. So. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, übrigens klimapolitisch auch, weil es natürlich internationale Vereinigungen von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen gibt, ja, 9.000 an der Zahl, kann sein, dass es inzwischen noch mehr sind, die gemeinsam klimapolitische Ziele formulieren für ihre Städte. Und da ist eine ganz andere Power drin, als wenn ich irgendwie abstrakte Ziele für 2050, die dann beliebig revidierbar sind, weil dann passiert konkret was vor Ort. Und das spüren wiederum die Leute. Und dann kommt genau dieser Punkt, den wir ja hier diskutieren. Man hat das Gefühl, Teil von Veränderung zu sein, die positiv ist. Und diese Ebenen sind extrem wichtig für eine vitale Demokratie. Und in der Arbeitswelt bräuchten wir die auch noch. Aber nicht nur dort. Nein. Damit sind wir bei den Punkten, was können wir aus den paar, wir haben ja nur jetzt so ein paar Punkte angesprochen, was können wir aus denen lernen, um Demokratie zu verbessern? Vielleicht könnten wir damit anfangen, also vieles von dem, was wir jetzt gehört haben, macht doch auch nochmal deutlich, dass eigentlich unbekannt ist, wie Demokratie im Einzelnen funktioniert. Und wie zum Beispiel, wie funktionieren Kommunalverwaltungen? Wie mache ich eine Eingabe? Wie verändere ich denn was an meiner Universität? Ich glaube, schon da müsste man ansetzen. Also mal jetzt auch ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen. Frankfurt plant ein Haus der Demokratie, das parallel
zum Jubiläum der Paulskirche entstehen soll. Und da ist zum Beispiel eine Idee, dass man eine Workshop-Säule für dieses Haus plant, in der es nicht darum geht, sozusagen nochmal zu lernen, wie eigentlich demokratische Verfassungen aussehen und wie die Geschichte der Demokratie ist, sondern tatsächlich zu lernen, wie geht eigentlich Kommunalverwaltung? Wie kann ich eigentlich Dinge verändern? Wie organisiere ich eine Demonstration? Wie müssen die Plakate aussehen? Welche Genehmigungen brauche ich? Also diese Fragen, die eigentlich sozusagen ganz unten sind, die aber für viele erstmal komplett fremd sind, wieder bekannt zu machen und wieder Spaß auch daran zu entwickeln, das tatsächlich tun zu können. Ja, also das, um es mal einfach ganz einfach zu fassen. Aber da geht es schon los, dass wir Demokratie außerhalb dieses Wahlaktes, gerade in Bundestagswahlen oder von mir aus auch in Landtagswahlen, wieder herunterziehen in das alltägliche Leben von Bürgerinnen und Bürgern. Für sie wieder begreifbar und vor allen Dingen erlebbar machen. Ich glaube, das wäre ein ganz wesentlicher Aspekt, um dem Problem inneren Demokratieabbaus entgegenzutreten. Wir haben leider nur noch ein paar Minuten. Wir können dann natürlich noch weiterreden, aber wir haben für die Sendung haben wir nur noch ein paar Minuten. Was sind Ihre Vorschläge? Also ich mache mal direkt an der Stelle weiter, weil ich konkrete Beispiele immer schön finde. Mein erster Gedanke war, da kommen dann die Rentnerinnen und Rentner und Bildungsbürgerkinder. Und wie verhindern wir das? Also wie schaffen wir es, dass solche Orte, wenn die entstehen, und da gibt es ja viele Initiativen, dass die wirklich alle erreichen, also den Lastkraftfahrer und andere. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Thema Zeitpolitik. Und Zeit ist ja letztlich dann doch an vielen Stellen auch Geld. Das heißt, wir sind wirklich bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Frage, wie kriegen wir solche Orte dazu, wirklich inklusiv zu sein. Und man könnte zum Beispiel Schulklassen einladen. Ja, also auf der Phil Cologne machen wir das. Also da gibt es einen sehr schönen Vorschlag von Richard Sennett, von einem Soziologen, den werfe ich jetzt auch einfach nochmal mit in den Raum. Der hat gesagt, wir müssten die Schulen viel stärker jeweils an den Grenzen unterschiedlicher Stadtbezirke bauen, absolut, damit die Menschen sich da auch begegnen. Ja. Weil das passiert dann natürlich, da lernen sich die Kinder kennen, die Eltern lernen sich kennen. Genau. Also wir müssten die Problemschulen, die als Problemschulen gelten, endlich viel, viel besser ausstatten als den Rest. Also sie müssten das Gros der Förderung erhalten, damit sie so attraktiv sind, dass endlich die besser gestellten Eltern auch mal ihre Kinder... Ich zahle doch nicht mehr Steuern, damit die hinterher das Geld kriegen. Ganz genau. Herr Welzer, letzte gute Idee. Die letzte gute Idee wurde leider schon von Frau Deitelhoff vorhin mal aufgebracht, nur ganz nebenbei. Ja, wir reden miteinander. Das ja, ist total. Manchmal auch interessante Einlassungen. Ja. Zweifelsohne. Nein, aber das war vorhin sozusagen nur nebenbei, als es um die Stadtgestaltung ging, als es um Stadtplanung ging. Und dass wir tatsächlich versäumt haben, lange, lange Zeit, womit übrigens das Auto und die Infrastruktur für das Auto zentral zu tun haben, Orte der Begegnung in Städten zu machen. Orte, wo man auch gerne isst und gerne, also nicht essen sondern da sein. Wo man sich gerne aufhält, wo man schön gestaltete Orte hat, die für Begegnung gedacht sind. Und zwar nicht für inszenierte Begegnungen, sondern Begegnungen, die so stattfinden. Die wichtigen Institutionen sind ja auch Kneipen. Oder Feste oder eben Plätze und so weiter. Oder wie in Köln, Bibliotheken. Bibliotheken kommen jetzt wieder der Bildungsbürger vorher angelangt. Gar nicht. Kann man aber direkt neben einem Sportzentrum bauen. Also da gibt es so schöne Möglichkeiten. Ja, genau. Sowas ist eine. Da muss ich jetzt intervenieren. Genau. Nein, ich habe ja schon zugestimmt. Okay, gut. Nee, und das wäre es genau. Das ist ja so ähnlich wie mit der Schule auf der Grenze zwischen den Vierteln. Das ist übrigens sehr amerikanisch gedacht. Ja, bei uns sind die Grenzen ja nicht so fixiert. Ja, manchmal. Sie widersprechen mir heute am laufenden Meter. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Um unsere Vorschläge gemeinsam besser zu machen. Ach so, deswegen. Nur deswegen. Okay, sorry. Nee, weil ich glaube, ich habe widersprochen, weil ich eben gesehen habe, dass wir eigentlich mit der Zeit zu Ende sind. Ach, dann ist es hilfreich, wenn man widerspricht. Richtig. Aber die letzten 5 Sekunden... Wir wollten noch Demokratievorschläge sammeln hier. Was machen Sie denn jetzt hier eigentlich? Das war jetzt ein guter Punkt, ja. Also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Soweit unsere Live-Diskussion von der Phil Cologne aus dem alten Pfandhaus in Köln. Die Sendung Kampf der Demokratie, leider dann ohne die noch guten kommenden Vorschläge von Harald Welzer, finden Sie in unserer Mediathek und erstmals auf dem YouTube-Kanal, in dem Sie auch eine Reihe von Videos schon zum Thema Demokratie finden und ein Gespräch mit Nicole Deitelhoff über ihre Einschätzung des Krieges in der Ukraine. Also wir bleiben gemeinsam optimistisch. Es lohnt sich nicht zuletzt, wenn man bedenkt, wie viel Zeit, wie viel Einsatz und im wörtlichen Sinn auch Opfer notwendig waren, um den Zustand der Demokratie herzustellen, den wir dankenswerterweise jetzt im Moment haben und in dem wir gegenwärtig leben. Schlechter geht immer.
Fehler sind dazu da, aus ihnen zu lernen. Und besser geht nur, wenn wir gemeinsam etwas tun, uns verbessert. Und tschüss. Thank you.